Moin, was geht ab, Leute? Okay. Es ist Montag, das heißt, ich habe ein bisschen, aber nur ein bisschen Capital Bra aufgefüllt, weil irgendwie haben wir noch voll viel. Entweder habe ich einmal so viel gekauft oder in letzter Zeit verbrauchen wir gar nicht so viel. Und dann geht's auch schon essen. Also zumindest hoffe ich, dass das letzte Wort, was ich gesagt habe, Essen war, damit die Transition gut ist. Ich check heute was richtig Verrücktes ab, falls ich den Laden finde. Ich muss nochmal gleich schauen und dann gebe ich euch Bescheid. So, ich zeige euch den Laden später nochmal, weil ich hatte keine Hand frei. Richtig Hipster! Also erstmal aufmerksame Zuschauer erkennen diesen Ort wieder. Hier habe ich letztens Hawaffel und so probiert, diese kranken Mischungen mit Halloumi, Shawarma und Falafel. Und jetzt habe ich so einen richtigen Hipster-Laden. Alles vegan, verrücktes Brot, verrückte Soßen. Also vegan Hot Dogs, Organic Food heißt der. Hat mich 57 und 6 Euro gekostet. Fake Chicken, Pulled Chicken Meat und Tofu, Hotdog und sowas. So richtig typisch Hipster vegan Ding. Mit so Apfel, irgendwas, Soße und anstatt Ketchup und Mayo einfach irgendwas mit Apfel, Pflaume und sowas. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Kein richtiges Brot, komisches Brot, komische Farbe. Crazy Zwiebeln, keine normalen Zwiebeln. Alles crazy. Also ist nicht schlecht. Aber mir taugt dieses Süße nicht, also dieses Pflaumending. Anstatt diesem Pflaumen, diese Süße, was scharf ist, dann wäre okay. Die Wurst ist nicht so richtig heiß. Wenn die Wurst so noch richtig heiß wäre, fertig mit dem Essen. Wie gesagt, die Süße taugt mir nicht. Tofu war gut, hab nicht gemerkt, dass es nicht Fleisch ist. Jetzt haben wir den hier auch noch. Mit Fake Cheese. No Cheese hieß das bei denen. So richtig Instagram Food, wo man schön ein Foto machen kann. Also das No Cheese Käse taugt mir irgendwie. Das ist halt so eklig zum Essen, Mann. Ich kann nicht fassen, dass. Wie lange gibt es Hotdog schon? Mehrere hundert Jahre? Dass die noch nicht irgendwas entwickelt haben, damit es besser füllbar ist, Mann. Also ich merke auch nicht, dass es kein echtes Chicken ist. Das Brot ist halt im Gegensatz zu dem anderen hart und trocken. Das andere war super weich und matschig. Eine Kombination aus beiden wäre gut gewesen. Ansonsten ist es halt auch eiskalt, Mann. Das ist das, was mir nicht taugt. Man kann doch veganes Essen auch heiß machen, oder nicht? Das ist der Laden. Aber da sind Leute, deswegen will ich nicht direkt hinfilmen. Ich will nicht vorurteilhaft sein, aber also da waren schon viele Leute jetzt. Aber die Leute sehen halt auch so aus, als würden die dort essen. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und das ist nicht böse gemeint. Aber das ist halt genau wie bei Wing Nation, wo wir da waren. Die sahen halt auch so aus, als würden die bei Wing Nation essen. So ist es halt. Ich schwör, wehe, ihr schreibt hin und in die Kommentare, wo, wie ich aussehe, wo ich essen würde. Ihr Dreckigen. Kunst und so. Uni, Universitäts-U-Bahn. Ich check noch ein paar Sachen ab. Wir waren nämlich gestern unterwegs für Hongstour Nummer 3. Und ja, also wir haben die grobe Route. Und bei einigen Spots, wo die Strecke zu lang ist zwischen den Rätseln, schaue ich jetzt heute nochmal, ob wir da irgendwo was zwischenquetschen können, damit halt der Abstand zwischen den einzelnen Rätseln nicht zu krass wird. Das muss ich bei zwei, drei Stellen machen und dann. Ja, das war es eigentlich heute auch schon. Ein paar Sachen erledigen, ein paar Sachen noch kaufen muss ich zu Hause. Ich habe noch mehr Bälle gekauft für Chong. Unser Bällebad, das kam ganz gut an im Stream.
Ich muss eigentlich endlich mal eine Garderobe kaufen, wo die meine Gäste ihre Jacken und so aufhängen können. Verschiedenes. Und ein bisschen über Eier. Also ich kaufe alles immer mit Crypto.com und der Karte, weil das ist einfach zu saftig. Also Crypto.com ist für uns und Crow super saftig und wir sehen da sehr viel Potenzial. Und alles, was ich momentan kaufe, davon kriege ich 3% Cashback wegen meiner Karte. Und das gibt es halt in Crow. Und Crow sehen wir halt Potenzial. Das heißt, diese 3%, die wir in Crow zurückbekommen, die werden erstens gestaked, was halt saftig ist. Zweitens, je nachdem, wie krass Crow in Jahren, in den 2, 3, 4, 5 Jahren sein wird, können diese 3% einfach das ausgleichen, was wir tatsächlich gezahlt haben. Also sagen wir, keine Ahnung, ich kaufe irgendwas für 1000, kriege da meine 3% und das sind Crow. Und dann auf einmal irgendwann in ein paar Jahren sind diese 3%, diese 1000 Euro wieder wert. Wer weiß. Aber Mai. Mai wird krass abgehen in Bezug auf DFI, in Bezug auf Hongs Tour hoffentlich, in Bezug auf unseren Channel, Twitch, dies, das und in Bezug auf Tati's Food Truck. Ah, ihr seht die Schlange nicht, die Schlangen. Sowas entdeckt man nochmal bei auf dem zweiten, dritten, vierten Blick. Und das ist eigentlich auch richtig geil für ein Rätsel, für einen Stop. Gute Neuigkeiten im Kampf gegen die Influencer, Hong versus die Influencer. Ich habe gerade noch eine neue angeschrieben, die hat sofort relativ schnell geantwortet. Also ich schreibe immer wieder mal welche an, aber ich will euch davon gar nicht erst berichten. Auf jeden Fall, die hat direkt sofort geantwortet und war auch interessiert, also ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und die allererste, die ich eigentlich am besten finde, weil von dem, was sie macht, wie sie aussieht und auch ihrer Größe und ihrem Benehmen immer noch, die hat geantwortet, die hatte ja auf die letzte Nachricht nicht mehr geantwortet, da habe ich ihr nochmal eine E-Mail geschrieben und dann geschrieben, hey, yo, ich habe dir eine Sprachnachricht gemacht, aber hast du wahrscheinlich nicht mal gesehen, weil sie hatte ja schon eine relative Größe, wo wahrscheinlich Nachrichten untergehen. Oder sie hat halt gesehen und dann hat sich vergessen, dass ich das bin. Dachte sie, irgend so ein Typ, der sie anmachen will oder sowas und hat gar nicht erst darauf reagiert. Oder gar nicht erst reingeschaut. Sie hat auf jeden Fall endlich geantwortet und dann meinte sie, ja, Corona-mäßig, dies, das. Schauen wir mal, ob ich da einen Kompromiss für sie finden kann. Weil an sich müssen wir uns schon treffen, aber wir müssen ja nicht nebeneinander stehen. Also für Fotos und so, ich kann ja auch von 10 Meter Entfernung sagen, hey, stell dich da hin und sowas. Vielleicht ergibt sich da noch was. Aber endlich mal ein bisschen Hoffnung für mich, Mann. Ich habe echt gelitten, Leute. So, ich gönne mir erstmal. Ich verwerte immer die Reste, die wir dann noch über haben von den Kochsachen für die Videos und so. Koro-Nudeln, ihr wisst Bescheid. Rabattcode super saftig. Davon haben wir eh noch ewig. Die Tomatensauce auch von Koro. Dann noch hier die Zwiebeln und das Käse und die Salami von Chong verwenden. Und das Chili. Zwei Sachen muss ich noch machen für Twitch. Auf Fiverr habe ich so einen beauftragt oder so eine. Komplettpaket, Emotes, Subs, Badges, all dies, das, Offline-Screen, Starting-Soon-Screen, wirklich alles für die Channel-Points, Rundum-Paket. Da braucht ihr noch mal ein paar Infos und dann muss ich noch was kaufen für die Woche für ein Video. Cake, Video, immer sehr spannend, aber darum geht's jetzt nicht. Ich will mir Bubble Tea selber machen. Da haben auch ein paar Zuschauer schon geschrieben, hey, mach doch mal selber. Bubble Tea King, immer Bubble Tea trinken. Werde ich machen. Ich schaue noch nach einem Set. Es gibt viel fruchtiges Zeug und ich hasse fruchtigen Bubble Tea. Ich mag nur Milchtee wirklich. Dementsprechend muss ich mal schauen, hier so ein Starter-Set. Klingt so wie bei Yu-Gi-Oh! Karten. Starter-Deck und sowas. Kaufe ich mir sowas und dann wird das die Woche mal gemacht. Und hat er Bescheid gegeben, also sein Foodtruck startet schon morgen, aber morgen ist in Grünwald das bisschen draußen und Mittwoch relativ zentral, da schauen wir auf jeden Fall vorbei. Ich frage mal ein paar Leute, Chong meinte er kommt, Nico meinte er kommt vielleicht, also Mittwoch auf jeden Fall Foodtruck von Tati, das C-Video seht ihr dann aber natürlich erst am Donnerstag, Daily Vlog immer einen Tag verspätet. Das war's von mir, Leute, wir haben schon 3 Wochen Daily Vlogs wieder, geile Zeit, ihr wisst Bescheid, folgt uns auf Twitch, da gibt's auch eine geile Zeit, Instagram. Investiert in Bitcoin, DFI, momentan wieder krass am Abgehen, aber es ist immer noch zu spät. Ansonsten, ciao. Vergesst nicht, serious business.